Da fliegt er weg. Ist Sonic jetzt tot? Now we have some unfinished business to take care of. If you give me the real emerald, I will release you both. That's my promise. Sonic! Huh? Sonic is asking for the first time to do something for him. I won't let him down. I won't give up! Ja, und wieso tötet Eggman jetzt nicht Amy, sondern kämpft gegen Tails? Na. Ja. Depp. Dr. Eggman. Er hätte ja von Anfang an gegen Eggman kämpfen können. Ich muss versuchen, ihn mit diesen, Weg hier. Ja, das war unglaublich unklug. Oh. Und ich bin Game Over, glaube ich. Null Leben. Oh. Das war echt peinlich. Story. Ich hätte einfach hinter seinen Laser gehen können, beziehungsweise müssen. Ich habe es ja auch versucht. Es hat nicht gepasst. Schade. So, erneut mit 4 Leben. Dr. Eggman. Stirb bitte. So, du kriegst von mir jetzt so ein paar, Krieg hier. Weg hier. Ich kann da nicht ausweichen. Wie soll ich denn das machen? Ah, geht doch. 19 Sekunden nur. Das ging schnell. Wow. Außerhalb der Raumkolonie Ark. Cannon Countdown 21 Minuten 7 Sekunden. I feel some strange energy. Hä? Wow, da ist er. Unser blauer Freund. Chaos Control? Are you okay? I'm worried about Tails and Amy. You help them. This is our last chance. Woo, so. Before the cannon fires, I'll slam dunk it in there. Ja, das ist eine gute Idee. Einfach alles rein da. Und wie soll Knuckles ihm jetzt helfen? Naja, wie auch immer. Final Rush, Stage 16. Beeil dich und finde die Kanone. Ja, das machen wir doch. So. Final Rush. Final, das hat irgendwas von. Letztes. Hm. Und Sprung. Oder auch nicht. Ich wollte eigentlich im richtigen Moment A drücken. So. Also wenn ich das Level ohne Tode schaffe, dann fresse ich den Besen. Früher habe ich das so gut hinbekommen. Und jetzt? Was baue ich denn immer für einen Mist? Neuerdings gehen wir hier entlang. Ah, und dann verliere ich so viel Geschwindigkeit hier immer. Und wir wechseln nicht die Spur, sondern fliegen hier drauf. Schnappen uns diese Ringe und... Und ich mache jetzt keinen Special Stunt. Man hat hier, man kann hier runterhüpfen und einfach unten nochmal auf eben dieser selben Railbahn landen quasi. Aber das würde ich wahrscheinlich sowieso nicht hinkriegen. Daher lasse ich es. Krepiert. Und da drauf. Gleich kommen ein paar Loopings. Looping und Sprung. Wieso springe ich nie? So. Da drüber. Das war schlecht. Das war einfach nur schlecht. Eigentlich hätte ich abkürzen können. Okay. Ich versuche jetzt abzukürzen. Das mache ich. So. Nochmal. Abkürzen. Abkürzen ist toll. Komm schon. Ja, perfekt. Ich kürze ab. Abkürzen ist was Schönes. Aber ich will Ringe. Also nehme ich mir Ringe. Und dann gehe ich...
da hinauf. Und natürlich benutzt er nicht den Light Dash, also die Ringverfolgungsattacke. Wie könnte Sonic auch? Hüpfen! Zur Seite, zur Seite. Okay, das geht noch. Hier, nach oben. Den hier umnieten und in die Mitte rein war es, glaube ich. Genau, in die Mitte rein. Hier drüber. Hüpfen, Sprung und da drauf. Genau. Hüpfen. Okay, das war dumm. Das war wieder der Doppelsprungback. Sonst hätte ich hier ordentlich abkürzen können. Nämlich hätte ich direkt hier irgendwo oben drauf springen können, weil ich so weit nach oben geschleudert worden wäre. Genau, hier drauf. Genau. Aber das geht wohl nicht mehr. Beziehungsweise es würde schon gehen, würde ich nicht diesen Doppelsprungback haben. Und der hat schon wieder nicht Light Dash benutzt. Ich muss das definitiv besser timen. So, hier hoch. Und ich wundere mich gerade, wieso meine Sprungattacke neuerdings so gut funktioniert. Ich habe kaum noch Sprungfehler, außer als diesen einen da. Ich habe Turbo-Schuhe bekommen. Früher, als das, als ich noch ziemlich klein war und das immer meine älteren Cousinen und Cousins gespielt haben auf dem Mega Drive, habe ich immer Turnschuhe verstanden. Wobei Turnschuhe trifft's ja auch, aber. Ach nee. Ach nö. Ach, ich war doch so weit oben, Menschenskinder. Und ich habe so eine tolle Geschichte über Turbo und Turnschuhe erzählt. Aber nein. Na ja, klar. Wie auch immer. Ey. Dagegen hüpfen, bitte. Nochmal. Dagegen hüpfen, bitte. Danke. So. Ja, ich war auch noch fast oben. Oder, naja, halb fast oben. Du stirbst. Und du da vorne, du kriegst einen Leiterschaden. Oder auch nicht. Oh Mann, oh Mann. So. So. Aber bald würde ich sagen, sind wir schon oben. Wow. Da hoch. Und den Bug kenne ich noch. Rückwärts und lang grind. Hurra! Das macht Sonic sicher Spaß. Weiter im Text. Ich laufe einfach mal gerade weiter. Machen wir einen Sprungstunt. Wow, das war keine gute Idee. Okay, ich habe getroffen. Das war. Aber ich habe keine Punkte für gekriegt. Ach, ich glaube, man kriegt nur Punkte, wenn man auf dem Boden landet. Das ist ja gammelig. Oh, das war nicht genug Schwung. Wie auch immer, wird wohl reichen. Wir entlang grinden und hier geht's weiter. Och. Ach Gottchen. Was soll denn das? Mann, ich sollte mich echt schämen. Wie auch immer. Weiter? Hier lang. Ich meine, wir sind ja direkt beim Speicherpunkt gestorben. Von daher macht's nicht so viel aus. Ich habe aber keine Ringe. Das finde ich ein bisschen gammelig hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nochmal. Aber ich sag's ja, durch dieses Level ohne zu sterben, nein. Einfach nur, nein. So, hier geht es weiter. Hier hinunter. Ich habe nach wie vor keine Ringe. So, jetzt geht es auf diese Plattform. Danke, wow, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ich brauche definitiv ein Leben. Egal. Hier drauf. Eigentlich wollte ich dich töten, aber wie auch immer. Ah, Mann. Kein Leben mehr. Ich darf nicht mehr sterben. Wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Also tot im Sinne von tot. Hüpf. Okay. Der hat getroffen noch. Den ignoriere ich jetzt einfach mal. Oh. Was ist hier in der Mitte? Muss ich da durch? Ja, da muss ich durch. Okay. Das Level habe ich in der Tasche. Ich muss nur noch wegrennen. Nur noch wegrennen. Einfach nach unten steuern. Einfach nach unten steuern. Ganz ruhig. Einfach nach unten. Komm schon. Danke. Oh mein Gott. Danke. Wenn ich jetzt gestorben wäre, das wäre echt frustrierend gewesen, das Ganze nochmal von vorne zu machen. Und mal wieder ein Rang E. Mit Sicherheit. Mann. Das ist deprimierend und peinlich. Ich fail hier total ab in diesem Let's Play. Emblem Nummer 16. Sonic grinst mich an. Mit einem Finger. Und. Außerhalb der Raumkolonie Ark. Cannon Countdown. 5 Minuten 44 Sekunden. Das wird ziemlich knapp, würde ich fast sagen. Nanu. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say?
I die hard. You actually saved me, you know. It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way you could have activated the Chaos Control using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like me. What are you, anyway? What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog! I see. But you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. Ja. Die Tage unserer Abenteuer sind gezählt. So, so. Wir müssen Shadow umbringen. Beziehungsweise besiegen. Na, machen wir das doch. Shadow. Boah, der rennt cool. Ich freue mich schon auf die Dark Story. Auf Chaos Control. The true power of Chaos Control. Okay. So, dann versuchen wir das auch nochmal. Was zur Hölle? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich bringe ihn gerade um. Was? Passiert nichts. Und Tipp hier. Da ist er wieder. Chaos Control. Penner. Ich muss dich umbringen. Komm schon. Komm schon, 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 komm schon. Jetzt benutzt er wieder Chaos Controller, Penner. Und dann ist er wieder da vorne. Ja, jetzt benutzt er wieder Chaos Controller. Ey, ich muss warten, bis der Chaos Spark benutzt oder so, sodass ich. Weil kurz nach der Attacke bleibt er immer stehen, nach seiner Attacke. Der wird einfach mal hinter ihm. Und, also, weil ich weiß, war das so. Wenn er eine Special-Attacke benutzt hat, dann, lass ihn mal weit nach vorne gehen. Wusste ich doch. Chaos Spark. Und da habe ich ihn getroffen. Einmal. Noch einmal probieren wir das. Komm schon, geh nach vorne, geh nach vorne. Disappear. So, stirb. Perfekt. Wir haben gewonnen. Game over, Shadow. Ja, du hast recht, Sonic. Shadow ist nun Game over und wir sind nur fast Game over. Ark, verlassenes Labor. Cannon Countdown, 1 Minute 33 Sekunden. Hä, ich bin so fett, ich kann nicht aufstehen. Sonic, I did it. Awesome job, Tails! Sonic! Look outside! Ooh. Wieso hat Eggman dann Chaos Emerald gepackt? Oh, die Kanone! Oh, shit! Oh, shit! Oder? Nö, doch nicht. Kein Shit. Tja! Hooray! Es ist vollbracht. Die Kanone wurde gestoppt. Und der Präsident hat... Ach, das Sonic und er zeigt uns seinen Daumen. Ja, Sonic, finde ich auch. Ist cool. Hast du toll gemacht. Du und deine bescheuerten Doppelsprünge. Da haben wir den Endspann. Producer Yuki... Kann ich gar nicht richtig lesen. Haka, glaube ich. Director Takashi... Iizuka? Kazuyuki Hoshino. Das ist ziemlich schwer zu lesen mit dieser Gamecube-Qualität. Aber hier haben wir einen unglaublich tollen Soundtrack und Bilder von den Zwischensequenzen. Ich muss sagen, auch wenn das Spiel mit diesem Doppelsprung-Bug wirklich sehr frustrierend ist, es ist trotzdem ein großartiges Sonic-Spiel. Würde man sich diesen Bug wegdenken einfach, würde ich das Sonic-Spiel sogar als das Beste momentan hinstellen, zumindest von den 3D-Spielen. Von den 2D-Spielen würde ich eindeutig... Sonic 3 und Knuckles nennen. Also die Sonic und Knuckles, dieses 2D-Spiel für die Mega Drive, da konnte man ja quasi noch ein anderes Spiel draufstecken, quasi eine Erweiterung kriegen. Da konnte man dann Sonic 3 draufstecken, da hat man eine Kombination der beiden Spiele bekommen. Das war echt abartig. Das